Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more. Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchen, zu einem neuen Vlog. Vlogmas Tag 4 mittlerweile. Oh mein Gott, hey. Wir haben heute den ersten Advent. Und ihr seht, ich bin gerade eben erst aus dem Bett gefallen und habe mir direkt die Kamera geschnappt, weil am ersten Advent filme ich oder habe ich vor, überwiegend am Morgen zu filmen. Genau. Ich werde jetzt gleich erstmal Kaffee trinken. Der läuft auch schon. Und, was wollte ich sagen? Kaffee trinken? Achso, ja, dann gehe ich ins Badezimmer. Und dann bereiten die Kleinen und ich unser Adventsfrühstück zu. Und auch mein stiller Fokus, das geht mir echt auf in die Nerven. So, und jetzt guck mal, was wir gerade eben entdeckt haben. Unser Buddy, der kleine Wichtel, was der wieder geschafft hat, heute Nacht. Zur Erklärung, wir haben das hier gestern Mittag gebastelt. Und anscheinend hat der Buddy das ja heute Nacht für uns gemacht. Total süß. genau, richtig goldig. So, die Kleine hat den Adventskalender eben schon aufgemacht, habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Ich mache beide immer so auf, wenn ich fertig gemacht bin. Wenn ich fertig gemacht bin und zeige den auf Instagram. Genau. So, jetzt machen wir das erstmal so. Kaffee trinken, Badezimmer, Adventsfrühstück. Und heute Mittag wollen wir auf jeden Fall noch in den Schnee wieder. Weil es liegt echt viel bei uns. Und in den Schnee. Ach so, und noch zum Weihnachtsmarkt nach Calw eventuell, wenn da nicht ganz so viel los ist. Da war die Woche die Hölle los. Da konnten wir nicht mal parken. Und jetzt gucken wir mal, ja, ob wir heute ein bisschen mehr Glück haben. Wahrscheinlich nicht, schließlich Adventssonntag. Aber wir versuchen es. Wollte ich noch was? Nee, ich glaube nicht. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß bei diesem Vlog, nachdem ich über 2 Minuten geplappert habe. Bis gleich. So, jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal einen Kamin an. Es ist so kalt geworden. -6 Grad haben wir es. Aber ich weiß, ein paar von euch, bei denen ist noch viel kälter, habt ihr mir nämlich immer Fokus im Live erzählt. Genau. Kamin, Adventskalender, meine Herren. Und dann geht's ans Adventsfrühstück. Irgendwie kommen wir heute überhaupt nicht in die Gänge. Aber finde ich auch irgendwie nicht schlimm. Es ist Sonntag, da darf man ruhig ein bisschen gemütlicher unterwegs sein. Ja, bevor dann morgen wieder der Wahnsinn losgeht in der neuen Woche, gell? Also, let's go! And then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, die hatte, habt ihr gesehen, was in dem einen Türchen alles drin war? Der Christian hat schon gesagt, Türchen, die sehr, sehr voll sind, hat die Kleine gepackt. Unter anderem, aber guck mal, wie schön, so eine beleuchtete Mini-Schneekugel. Dann war drinnen ein Lion, ein Kinderriegel und ein Duplo. Ist ja nicht so, dass ich am Fasten bin hier, gell? Und so eine kleine Schokofigur. Und noch eine Milka-Kugel. Genau, wahnsinnig. So, jetzt habe ich noch einen dritten Adventskalender. Den mache ich jetzt auch noch schnell auf. Und dann müssen wir erstmal Chaos beseitigen, gell, bevor wir in die Küche gehen. Hey, da sieht's aus. Die Spülmaschine hat nicht gescheit sauber gemacht. Und da muss ich mich jetzt gleich erst drum kümmern, dass alles sauber ist. Schon kann ich einfach kein Frühstück machen. Ich mag das dann nicht. I heard the bells on Christmas.
So, wir werden jetzt einmal lecker frühstücken. Dann machen wir Küche sauber und dann gehen wir zum Weihnachtsmarkt. Ja, genau, der ist nämlich heute der letzte Tag. Da wollen wir auf jeden Fall noch vorbeigucken, dass wir den halt auch mal gesehen haben. Ja, aber jetzt erstmal frühstücken. So, hier ist alles wieder sauber, tipptopp. Wir wollen uns jetzt bald auf den Weg machen. Ich weiß jetzt gar nicht, gehen wir erst Schlitten fahren, erst Weihnachtsmarkt. Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen. Ich werde jetzt aber schon mal Kinderpunsch vorbereiten. Und zwar ist das ein mega leichtes Rezept. Ohne viel Schnickschnack, denn tatsächlich kommt bei uns viel Schnickschnack nicht gut an. Ich hatte das mal mit Kinderglühwein-Gewürz gemacht und Anis und was da so alles reinkommt, wird bei uns nicht getrunken. Und deshalb mache ich jetzt die ganz einfache Variante mit gerade mal 3 Zutaten. Das zeige ich euch gleich. Wir brauchen dafür auch 4 gepresste Orangen. Ich habe keine Saftpresse oder dergleichen. Und jetzt zeige ich euch mal einen Tipp, wie das auch funktioniert. Sieht zwar immer ein bisschen ulkig aus, aber geht 1A. So, und hört jetzt im Hintergrund die Spülmaschine. Jetzt macht sie wieder ihre Arbeit. Das Denken macht mich noch fertig, ganz ehrlich. So, wir brauchen 1 Liter Traubensaft, 1 Liter Apfelsaft und wie eben erwähnt, 4 gepresste Orangen. Das machen wir jetzt gemeinsam. Das war's tatsächlich schon. So habt ihr innerhalb von 5 Minuten einen richtig leckeren Kinderpunsch. Den brauche ich dann später nur noch kurz zu erwärmen. Bitte nicht kochen, nur erwärmen und dann ja, kann man ihn schon trinken. Ich finde das echt richtig gut. Und wir ziehen uns jetzt an und dann geht's los in Richtung Weihnachtsmarkt. So, alle gut eingepackt. Es geht jetzt los. Oh Gott, ist das hell. Die Sonne scheint heute um die Wette. Das am ersten Advent hier, gell? Genau, der Christian macht jetzt noch den Schlitten ins Auto und dann geht's los. Und wir haben uns entschieden, zuerst zum Weihnachtsmarkt. Wir sind wieder zurück vom Weihnachtsmarkt. Ich konnte leider nicht so viel filmen, da war ja wahnsinnig viel los. Ja, wenigstens so ein klein paar Eindrücke, kleine paar Eindrücke, hä? Macht nicht so viel Sinn. Konnte ich euch auf jeden Fall einfangen. Wir fahren jetzt weiter, wir wollen noch was essen. Wir können uns noch nicht entscheiden, ob wir zum Brauhaus gehen oder zum Griechen, ne? Was machen wir jetzt? Entscheiden wir, wenn wir raus sind. Okay, wir entscheiden es dann gleich spontan. Ihr werdet es dann sehen. So, die Entscheidung ist gefallen. Wir stehen jetzt vorm Brauhaus, gehen da Kleinigkeit essen. Dann sind wir wieder gestärkt für dann in den Schnee.
wir sind wieder zu Hause und alle total erfroren. Meine Herren, ist es einfach bitter, bitter kalt geworden. Ey, mir hat richtig das Kinn eben gebrannt vor lauter Kälte. Das ist echt verrückt, gell? Ich mache uns jetzt den Kinderpunsch warm. Und dann geht es nämlich für uns auf die warme Couch. Vor den warmen Kamin. Oh, ich finde es immer noch nach wie vor echt toll, gell? Ja, genau. Wir kuscheln uns einfach nur mit unserem Kinderpunsch auf die Couch. Gucken einen Weihnachtsfilm. Ich wollte eigentlich heute in dem Vlog noch mit euch Churros machen. Ich habe da ein Rezept gefunden für so Fake-Churros. Aber ganz ehrlich, wir sind einfach so papp. Sagt mir sogar echt ein bisschen schlecht, wenn ich ehrlich bin. Die Portion Käsespätzle mit Salat war eine Nummer zu viel eventuell. Genau, das heißt Churros, nee, lassen wir heute, werde ich dann eventuell die Tage mit euch machen. Genau, und jetzt Kinderpunsch. Warmer Kinderpunsch, Kamin und jetzt gleich noch ein schönes Weihnachtsfilmchen. So kann man es haben, gell? Und ich würde mich jetzt auch schon an dieser Stelle von euch verabschieden, denn es passiert heute nichts Spannendes mehr, außer dass wir noch gemütlich ein Filmchen gucken. Und dann ja, beginnt das normale Abendprogramm. Und irgendwie, seht ihr, die Kamera will mich eh nicht mehr fokussieren, deshalb beende ich das Ganze. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und dann sage ich bis morgen. Ciao! Of Harley, la la la.